Die nachfolgende Sendung wird durch die Spender von Joyce Meyer Ministries ermöglicht. Die Liebe Gottes heilt unsere verwundete Seele. Sie schenkt uns Zuversicht. Es ermutigt uns zu wissen, dass der vollkommene, allmächtige Gott uns liebt. Fellowship. Gemeinschaft. Enge Gemeinschaft. In Johannes 16 heißt es, dass der Heilige Geist kommen wird, um uns in eine enge Gemeinschaft mit dem Vater hineinzuführen. Diese enge Gemeinschaft mit dem Vater und dem Sohn soll uns als Christen erkennbar machen. Wir kennen Gott und er kennt uns. Wir sind eng mit dem Gott des Universums verbunden. Er interessiert sich für jedes Detail unseres Lebens. Er lebt in unserem Innersten und macht uns zu seinem Zuhause. Wie könnte man sich noch näher sein? Das ist wunderbar. Versäumt es nicht, Zeit mit Gott zu verbringen. Hört auf, aus euren Emotionen herauszuleben und fangt an, bewusst und zielstrebig zu leben. Seid zielstrebige Menschen. Lebt mit Gott, betet, schmiedet Pläne. Achtet auf alles, was ihr tut. Hört auf mit den Dingen, die keine Frucht bringen. Vielleicht wird das manche Menschen verärgern, aber erklärt ihnen einfach, ich habe sonst nicht genug Zeit für Gott. Ich brauche das, um geistlich gesund zu sein. Ich werde ein viel besserer Freund und ein viel besserer Mensch sein, wenn ich Gott in meinem Leben an die erste Stelle setze. Und damit ich das tun kann, muss ich ein paar Dinge aufgeben. Ich will nicht, dass du ärgerlich bist, aber ich habe mich entschieden. Lebt zielgerichtet. Nicht jeder wird es bis zum Berggipfel schaffen, aber ich möchte, dass wir, ihr und ich, dazugehören. Wie ich an anderer Stelle schon gesagt habe, glaube ich, dass sowohl die Wahrheit als auch unsere Zeit der Preis sind, den wir für eine enge Vertrautheit mit Gott bezahlen müssen. Zeit und Wahrheit. Wir müssen ehrlich zu Gott sein und sollten nichts zurückhalten. Ich ermutige euch, lasst euch in eurer Zeit mit Gott von seiner Liebe berühren. Die Liebe Gottes heilt unsere verwundete Seele. Sie schenkt uns Zuversicht. Es ermutigt uns zu wissen, dass der vollkommene, allmächtige Gott uns liebt. Das verändert uns, wie nichts anderes uns verändern kann. Wer wünscht sich nicht, geliebt, bewundert und akzeptiert zu werden? Gott wird euch nie mehr lieben, als er es in diesem Moment tut. Er liebt euch nicht, weil ihr irgendetwas richtig macht. Doch wenn ihr begreift, wie sehr er euch liebt, werdet ihr anfangen, immer mehr Dinge richtig zu machen, als ihr euch vorstellen könnt. Wir reagieren positiv auf die Liebe Gottes. Wir sollten nicht aus Furcht heraus handeln. Ich habe Angst, dass Gott mich nicht mehr lieben wird, wenn ich das nicht tue. Nein, Gott liebt mich. Er liebt mich nicht, weil ich etwas tue oder nicht tue. Gott kann nicht anders. Er ist Liebe. Ich kann euch unzählige Bibelstellen zeigen, die das belegen. Gott liebt uns nicht, weil wir gut sind. Er liebt uns, weil er gut ist. Gott liebt uns, weil er gut ist. Lasst uns Römer 8 lesen. Aber wie kann es mir helfen, meine Schlachten zu schlagen, wenn ich darüber nachdenke, wie sehr Gott mich liebt? Nun, ihr versetzt den Teufel damit in Angst und Schrecken. Er liebt Unsicherheit, den Mangel an Zuversicht, Ängste und Furchtsamkeit. Er weidet sich an diesen Gefühlen. Aber wenn ihr die Liebe Gottes entdeckt, macht euch das kühn im Gebet. Römer 8, Vers 35. Kann uns noch irgendetwas von der Liebe Christi trennen? Wenn wir vielleicht in Not oder Angst geraten, verfolgt werden, hungern, frieren, in Gefahr sind oder sogar vom Tod bedroht werden. Auch wenn ihr Probleme habt oder tragische Dinge in eurem Leben passieren, solltet ihr niemals sagen, Gott, liebst du mich nicht? Unsere Schwierigkeiten sind kein Zeichen dafür, dass Gott uns nicht liebt. Ihr fragt aber, was ist es dann? Nun, dazu könnte man viele Vorträge halten, aber dieses Thema ist heute nicht dran. Als man vor 22 Jahren feststellte, dass ich Brustkrebs hatte,
wies Gott mich an, Folgendes immer wieder auszusprechen, während ich auf Metastasen hin untersucht wurde und auf den Operationstermin wartete. Gott, ich weiß, dass du mich liebst. Ich vertraue dir. Ich glaube, dass du das alles zum Guten wenden wirst. Gott, du bist gut, du liebst mich. Lasst nicht zu, dass euch euer Leid von der Liebe Gottes trennt. Erlaubt euren Schwierigkeiten nicht, euch von der Liebe Gottes zu trennen. Mehr als alles andere müsst ihr wissen, dass ihr geliebt seid. Vollkommen geliebt. Johannes 15, nein, wir lesen erst den anderen Vers zu Ende. Kann uns noch irgendetwas von der Liebe Christi trennen, wenn wir vielleicht in Not oder Angst geraten, verfolgt werden, hungern, frieren, in Gefahr sind oder sogar vom Tod bedroht werden? Schon in der Schrift heißt es, weil wir an dir festhalten, werden wir jeden Tag getötet. Wir werden geschlachtet wie Schafe. Das begeistert mich. Ihr seht vielleicht nicht aus wie ein siegreicher Christ, der eine großartige Beziehung zu Gott hat. Wenn Außenstehende euer Problem sehen, macht es auf sie vielleicht den Eindruck, als wärt ihr wie Schafe, die zur Schlachtbank geführt werden. Aber im nächsten Vers heißt es, aber trotz all dem tragen wir einen überwältigenden Sieg davon. Durch Christus, der, was? Der uns geliebt hat. Es ist nicht das Ausbleiben von Schwierigkeiten, das euch den Sieg davontragen lässt, sondern das Wissen, dass ihr immer von einem vollkommenen Gott geliebt werdet, ganz gleich, was passiert. Auch an dem Tag, an dem ihr fürchterlich versagt, liebt euch Gott. Vielleicht will er euch einen Klaps auf den Po geben, aber er liebt euch. Ihr werdet auch nicht aufhören, eure Kinder zu lieben. Johannes 13, Vers 23. Wir blenden die folgenden Verse nacheinander ein. Ich will, dass ihr sie seht. Einer seiner Jünger, der den Jesus liebte, das ist das Evangelium des Johannes. Er hat es geschrieben. Er sprach also von sich selbst. Alle diese Verse sind aus dem Buch, das er geschrieben hat. Einer seiner Jünger, der den Jesus liebte, den er schätzte und an dem er sich freute, saß neben ihm am Tisch. Ich weiß, was Petrus dachte. Nun mach mal halblang. Warum stehst du nicht auf und tust etwas? Wir haben viel zu erledigen. Einer seiner Jünger, der den Jesus liebte, Johannes 19, Vers 26, als Jesus seine Mutter dort neben dem Jünger stehen sah, den er lieb hatte, ich meine, er tut so, als wäre er der Einzige, den Jesus lieb hatte. Der Jünger, den Jesus lieb hatte. Wisst ihr was? Ich weiß, dass Gott alle Menschen gleich liebt. Aber ich glaube auch, dass ich sein Augapfel bin und dass er sich an mir freut. Dasselbe sagt er zu jedem von euch, der kühn genug ist, es zu glauben. Ihr seid Gottes Augapfel. Das bedeutet, wenn Gott einkaufen geht, seid ihr diejenigen, die er sich aussucht. Seine vollkommene Wahl. Ich mag den Vers, in dem es heißt, dass er uns behütet wie seinen Augapfel. Was passiert, wenn uns etwas ins Auge fliegt? Wir schließen es reflexartig, um die Pupille zu schützen. Und genauso beschützt Gott uns. Das war jetzt nicht besonders gut, aber ihr habt's verstanden. Johannes 20, Vers 2. Sie lief zu Simon Petrus und dem anderen Jünger, den Jesus lieb hatte. Wisst ihr, ich bin ziemlich mutig, aber ich kann mir wirklich nicht vorstellen, ein Buch wie dieses zu schreiben. Stellt euch nur einmal vor, eines meiner Bücher würde anfangen, ich bin die Jüngerin, die Jesus liebt. Sobald ihr das dann 4 oder 5 Mal in dem Buch gelesen habt, würdet ihr es in die Ecke werfen und denken, was glaubt sie eigentlich, wer sie ist? Aber irgendwie hatte Johannes diese kindliche, enge, schöne Beziehung mit Gott, deren er sich nicht im geringsten schämte. Nun kommt, Männer, ihr müsst euch dafür nicht schämen, eine enge Beziehung mit Gott zu haben. Das wird euch mehr zum Mann machen als alles, was ihr euch vorstellen könnt. Ihr wollt ein echter Mann sein? Dann pflegt eine vertraute, enge, persönliche Beziehung zu Gott.
Noch ein Vers, Johannes 21, Vers 20. Petrus drehte sich um und sah, dass der Jünger hinter ihnen ging, den Jesus liebte. Das ist wirklich eine sehr lustige Geschichte. Lasst sie uns lesen. Petrus drehte sich um und sah, dass der Jünger hinter ihnen ging, den Jesus liebte. Jener Jünger, der sich beim Abendmahl zu Jesus hinübergelehnt und gefragt hatte, Herr, wer von uns wird dich verraten? Den nächsten Vers bitte. Petrus fragte Jesus, was ist mit ihm, Herr? In den vorherigen Versen hatte Jesus dem Petrus gesagt, dass er einen Opfertod sterben und verfolgt werden würde. Und das Erste, was Petrus fragte, war, was wird mit diesem Jünger passieren, den du liebst? Wisst ihr was? Die gute Nachricht ist, dass sie Menschen waren wie du und ich. All die Jünger waren Menschen wie wir. Sie waren nicht perfekt, sie waren einfach Menschen. Lasst uns Epheser 3 ansehen. Wir beginnen mit Vers 16. Es wird ein paar Minuten dauern. Lest die Verse mit mir mit. Er gebe euch nach dem Reichtum seiner Herrlichkeit mit Kraft gestärkt und gefestigt zu werden an dem inneren Menschen durch den Heiligen Geist selbst, der in eurem tiefsten Sein und eurer Persönlichkeit wohnt. Der Heilige Geist wohnt in euch und in eurer Persönlichkeit. Wow. Möge der Christus durch den Glauben. Nun, wie könnt ihr diese Liebe erfahren? Sie ist kein Gefühl. Ihr erfahrt sie durch den Glauben. Wem von euch sagt eine innere Stimme, der Geist Gottes, dass das stimmt, was ich sage? Wir wissen also, was wahr ist und müssen dabei nicht auf unseren Kopf und unsere Gefühle hören. Möge der Christus durch den Glauben wirklich in euren Herzen wohnen, sich niederlassen, dort verweilen, es zu seiner dauerhaften Wohnung machen. Und möget ihr tief und sicher in Liebe gewurzelt und gegründet sein, damit ihr Kraft habt und stark und imstande seid, mit allen Heiligen, mit Gottes hingegebenem Volk, die Erfahrung dieser Liebe völlig zu erfassen und zu begreifen. Gott will, dass ihr zuerst an diese Liebe glaubt, und dann werdet ihr sie erfahren. Wenn ihr auf die kleinen Dinge achtet, die Gott in eurem Leben tut, werdet ihr euch geliebter fühlen. Er tut alle möglichen kleinen Dinge. Wir müssen sie bewusst zur Kenntnis nehmen und Gott danken. Zu begreifen, was ihre Breite und Länge und Höhe und Tiefe ist und praktisch und durch eure eigenen Erfahrungen die Liebe Christi wirklich erkennt, die reines Wissen ohne Erfahrung bei weitem übersteigt, damit ihr in eurem ganzen Sein erfüllt werdet zur ganzen Fülle Gottes, damit ihr das höchste Maß an göttlicher Gegenwart erlebt und zu einem Leib werdet, der von Gott selbst erfüllt und durchflutet ist. Oh my gosh. Wow. Oh my goodness. Where can this intimate relationship? Diese enge Beziehung macht uns Jesus immer ähnlicher. Ein Körper, der vollkommen mit Gott erfüllt und von ihm durchflutet ist, ein Gefäß, das bereit dafür ist, vom Meister selbst gebraucht zu werden. Er kann euren Mund, euren Verstand, eure Hände, eure Füße, eure Worte gebrauchen und sich durch euch nach der verlorenen Welt ausstrecken. Johannes Kapitel 6. Nun möchte ich mit euch über das sprechen, was wir das Abendmahl nennen. Johannes 6, Vers 35. Nebenbei, Johannes Kapitel 6 ist ein ganz erstaunliches Kapitel in der Bibel. Ich glaube, es ist eine Art Übergangskapitel. Hier treffen wir die Entscheidung, nicht länger Kind zu bleiben, sondern in das reife Erwachsenenleben hineinzutreten. Wir sagen nicht mehr, gib mir, wie der verlorene Sohn, sondern mach mich zu dem, was du willst. Wir suchen nicht länger seine Hand, sondern sein Angesicht. Und das ist eure ganz eigene Entscheidung. Aber ich will euch etwas zeigen, was mich sehr erstaunt hat. Jesus erwiderte, ich bin das Brot des Lebens.
Brot enthielt damals alles, was die Menschen brauchten, um zu überleben. Das Brot steht hier also für alles, was wir zum Leben brauchen. Ich bin das Brot des Lebens. Wer zu mir kommt, wird nie wieder hungern. Wer an mich glaubt, wird nie wieder Durst haben. Das bedeutet nicht, dass ihr nie wieder körperlichen Hunger oder Durst verspüren werdet. Es bedeutet, dass ihr so zufrieden und so gesättigt seid, dass ihr den Teufel komplett außer Gefecht setzt. Wisst ihr, in der Bibel heißt es, durch Geduld werdet ihr vollkommen und es wird euch an nichts fehlen. Was soll der Teufel mit jemandem tun, der jeden Tag sagt, ich bin zufrieden in Gott? Ich meine, natürlich gibt es Dinge, die ich mir wünsche, aber wisst ihr, was ich herausgefunden habe? Es geht auch ohne sie, wenn es sein muss, aber es geht nicht ohne Gott. Wenn ich das verstanden habe, werde ich es schaffen, Vers 48. Ja, ich bin das Brot des Lebens. Eure Vorfahren aßen Manna in der Wüste, doch sie sind alle gestorben. Was bedeutet das? Sie erlebten Wunder. Das Rote Meer teilte sich. Aus einem Felsen floss Wasser und es regnete Manna vom Himmel. Eine Feuersäule bei Nacht, eine Wolkensäule am Tag, das sind Wunder. Wir denken, Gott, wenn ich nur ein Wunder erleben könnte, wenn ich nur sehen könnte, wie du etwas wirklich Spektakuläres tust, dann wäre es einfacher für mich zu glauben. Nein, wäre es nicht. Sie waren total ungehorsam und ungläubig, obwohl sie alles sahen, was ein Mensch sich nur wünschen kann. Aber das ist es nicht, was wir sehen müssen. Wir müssen Jesus sehen und wir müssen ihn mit den Augen des Glaubens sehen. Er sagte, eure Vorfahren erlebten Wunder in der Wüste und doch starben sie dort. Aber ich bin das lebendige Brot. Ich bin es, was ihr wirklich braucht, nicht das, was ich für euch tun kann. Ich will vieles für euch tun, aber danach sollt ihr nicht streben. Sucht mich, lasst mich tun, was für euch das Beste ist. Na, kommt schon. Vers 51, ich bin das lebendige Brot, das vom Himmel herabgekommen ist. Wer dieses Brot isst, wird ewig leben. Dieses Brot ist mein Fleisch, ich gebe es, damit die Welt leben kann. Da fingen die Leute an zu streiten. Wie kann dieser Mann uns sein Fleisch zu essen geben, fragten sie. Und weiter in Vers 54, wer aber mein Fleisch isst und mein Blut trinkt, hat das ewige Leben und ich werde ihn am letzten Tag auferwecken. Wusstet ihr, dass die damaligen Christen aufgrund dieser Verse beschuldigt wurden, Kannibalen zu sein? Die Leute verstanden es nicht. Wenn man das nicht geistlich betrachtet, hört es sich haarsträubend an. Aber Jesus gab uns seinen Körper und nannte ihn das lebendige Brot. Er gab uns sein Blut und nannte es unseren lebendigen Trank. Er sagte, tut das oft und tut es zur Erinnerung an mich. Wenn wir das Abendmahl einnehmen, ist das kein leeres Ritual. Es ist nicht bedeutungslos. Wir erinnern uns an Jesu Tod, bis er wiederkommt. Wir bitten um Vergebung für unsere Sünden. Wir bitten um Heilung unseres Körpers. Wir prüfen uns. Und wenn wir in unserem Innern etwas finden, das bekannt werden muss, tun wir es. Aber ich glaube, das ist noch nicht alles. Darauf gehen wir gleich ein. Vers 57. Ich lebe durch die Macht des lebendigen Vaters, der mich gesandt hat. Und ebenso werden alle, die an mir teilhaben, durch mich leben. Wie ihr seht, sagt er kein einziges Mal, ihr werdet aufgrund dessen leben, was ich für euch tue. Er sagt, ihr lebt durch mich. Ich will sichergehen, dass ihr versteht, was ich sage. Es ist nicht so, dass Gott nichts für euch tun will. Er kennt jedes eurer Bedürfnisse und er wird diese Bedürfnisse stillen. Gott liebt euch. Aber wir machen einen großen Fehler, wenn wir nicht ihn suchen, sondern die Dinge, die wir haben wollen. Wir sollten jedoch den Geber suchen, denn die Gabe kommt vom Geber. Wisst ihr, was ich oft sage? Wir suchen die Geschenke Gottes, obwohl wir seine Gegenwart suchen sollten. Vers 58,
Dies ist das Brot, das vom Himmel herabkommt. Wer dieses Brot isst, wird ewig leben und nicht sterben wie eure Vorfahren, die das Manna aßen. Vers 60. Daraufhin sagten selbst einige seiner Jünger, das ist ungeheuerlich. Wie kann man das glauben? Nun, was wäre eure Antwort auf folgende Frage? Würdet ihr Gott weiterhin von Herzen lieben, ihm jeden Tag eures Lebens dienen und ihm euer ganzes Leben anvertrauen, selbst wenn er euch nie das geben würde, was ihr euch wünscht? Du hast recht. Er hat die Antwort und ihr könnt sie auch haben. Wir finden sie in dem Kapitel, das ich euch zeigen will. Was ihr noch tun müsst? Ich weiß es nicht. Dort drüben haben zwei oder drei Leute sofort Ja gesagt, aber dann wurden sie immer leiser. Also, daraufhin sagten selbst einige seiner Jünger, das ist ungeheuerlich, wie kann man das glauben? Von da an wandten sich viele seiner Jünger von ihm ab und folgten ihm nicht mehr nach. Wie traurig. Wollt ihr mich als euer lebendiges Brot und euren lebendigen Trank annehmen? Vertraut ihr mir, dass ich tue, was das Beste für euch ist? Werdet ihr mein Angesicht und nicht nur meine Hand suchen? Werdet ihr mich für den lieben, der ich bin? Manche sagten, nein, das ist mir zu schwer. Es ist zu viel. Ich dachte, du würdest mich glücklich machen. Ich dachte, du würdest mir alles geben, was ich will. Ich dachte, alles in meinem Leben würde besser werden. Mich begeistert, was Paulus sagte. Ich habe gelernt, zufrieden zu sein, ob ich nun Überfluss habe oder Mangel leide. Ich vertraue Gott. Spürt jemand, welchen Tiefgang das hat, was ich hier sage? Ich meine, ich spüre es hier in meinem Bauch. Und dann wandte Jesus sich an die anderen Jünger und fragte, werdet ihr auch weggehen? Simon Petrus antwortete, Herr, zu wem sollten wir gehen? Nur du hast Worte, die ewiges Leben schenken. Sie dachten vielleicht, wir gehen einfach mit, ganz gleich, wo wir auch hingehen. Wir wissen ohnehin nichts Besseres. Wir können nirgendwohin zurückkehren. Wohin du uns führst, dorthin folgen wir dir und hoffen, dass es uns dort gefällt. Wir gehören dir. Wir gehören dir und du gehörst uns. Ich sage euch jetzt, was ich tue, wenn ich das Abendmahl einnehme. Und das tue ich regelmäßig zu Hause. Ich weiß nicht, welche Vorstellungen ihr davon habt. Vielleicht denkt ihr, dass es euch jemand geben muss. Ich will auch keine neue Lehre aufstellen. Aber wisst ihr, weil ich viel auf Reisen bin, nehme ich das Abendmahl oft zu Hause ein. Zum einen tue ich die Dinge, die in der Bibel hinsichtlich des Abendmahls gesagt werden. Ich bitte um Vergebung meiner Sünden, ich prüfe mich und bitte den Herrn um Heilung für meinen Körper. Außerdem sage ich Jesus, ich tue das im Gedenken daran, dass dein Körper für mich zerschlagen wurde. Und Gott, ich bin dir so dankbar. Ich bin so dankbar für das, was du für mich getan hast. Wenn ich dieses Brot als Symbol für deinen Körper zu mir nehme, nehme ich dich als mein lebendiges Brot auf. Ich kann auf vieles verzichten, Jesus, aber ohne dich schaffe ich es nicht. Und ich gedenke an dein Blut. Das Blut des neuen Bundes, was für ein wunderbarer Bund. Er ermöglicht uns, dass wir durch unseren Glauben gerecht vor dir stehen. Du liebst uns auf eine vollkommene Weise und wirst uns unsere Sünden immer vergeben, wenn wir bereit sind, sie zu bekennen. Ein Bund, eine unantastbare Vereinbarung, die niemand brechen kann, versiegelt mit deinem kostbaren Blut. Ich trinke heute deinen lebendigen Trank. Indem ich von dir esse und trinke, werde ich völlig zufriedengestellt. Amen.
Ich glaube von ganzem Herzen, dass es das ist, was es bedeutet, Christ zu sein. Ich glaube nicht, dass wir Gott als einen himmlischen Weihnachtsmann betrachten können, der unsere Wunschliste erfüllt. Ihr habt einen Bund mit ihm, das durch sein Blut erkaufte Recht auf Gemeinschaft mit dem Gott des Universums, der euch unendlich liebt. Und je enger diese Beziehung mit Gott wird, umso weniger Kämpfe werdet ihr kämpfen müssen, weil Gott eure Schlachten für euch schlagen wird. Ich glaube, die meisten von uns wollen Gott in ihrem Leben an die erste Stelle setzen, aber vielleicht tun sie Dinge, die sie daran hindern. Wir alle tun das. Sehen Sie, was sie davon abhält, Gott an die erste Stelle zu setzen, und ordnen Sie Ihre Prioritäten neu.